In diesem Video zeige ich dir eine einfache Technik, wie du sehr schnell aus deinem Denkkarussell aussteigen kannst. Du kannst dich entscheiden, ob du drinnen bleiben möchtest oder ob du aussteigen möchtest. Wenn du aussteigen möchtest, dann hilft dir dieses Video definitiv weiter. Ich selber habe vor einigen Tagen eine Geschichte erlebt, die das Potenzial hätte, abzusaufen, und zwar so richtig abzusaufen. Sich mit dem Kopf einzuhängen, sich sehr viele Gedanken zu machen, immer mehr Energie zu verlieren und immer mehr Fragen und immer weniger Antworten zu bekommen. Und diese Technik hat sehr schnell funktioniert. Ich bin in wenigen Augenblicken aus diesem Karussell, aus diesem Denkkarussell rausgekommen und habe wieder mehr Freiheit, mehr innere Klarheit und mehr Leichtigkeit gefunden. Und genau darum geht es in diesem Video. Stell dir vor, du bist ein kleines Bächlein. Ein Bächlein, das so ganz gemütlich vor sich hinfließt. Du bist klar, du bist leicht, du fühlst dich frei, du genießt den Tag. Und dann siehst du es von Weitem. Eine Kuh kommt auf dich zu und du ahnst es bereits, denn sie hebt bereits ihren Schwanz. Und was passiert? Der gesamte Fluss ist verschmutzt. Du riechst es, du siehst es, alles ist verschmutzt. Und genau das passiert uns, wenn uns andere Menschen mit ihrer Negativität, mit ihrer Destruktivität und mit ihrer schlechten Laune in ihren Bann ziehen wollen. Unser Fluss wird komplett verschmutzt. Und wenn wir da nicht sehr gut aufpassen, dann sind wir sehr schnell in unserem Denkkarussell. Und wie kann man jetzt seinen eigenen Fluss, wie kann man jetzt aus seinem eigenen Denkkarussell, wenn einem etwas beschäftigt, wenn man über eine Situation nachdenkt oder wenn eben ein Angriff von außen stattfindet, wie kann man damit umgehen? Besser schlafen, ruhiger schlafen, gelassener sein und sehr schnell wieder seine eigene Klarheit finden. Und das Allerschlimmste in so einer Situation, wenn man im eigenen Denkkarussell gefangen ist, das ist wie ein dunkler Raum. Und was ist für einen dunklen Raum der absolut größte Feind? Du hast vollkommen recht. Licht. Dieser eine Lichtschalter ist die Lösung. Genau darum geht's. Diesen zu finden und diesen zu betätigen. Und es sind ganz einfache Schritte, wie du diesen betätigen kannst. Und somit kommst du sehr schnell aus deinem Denkkarussell raus. Der erste Schritt. Du weißt, es gibt einen Lichtschalter. Und der zweite Schritt. Du entscheidest dich, aus diesem Karussell auszusteigen. Denn du hast die freie Wahl, in diesem Denkkarussell drinnen zu bleiben oder auszusteigen. Die nächsten Schritte sind, wenn wir uns entschieden haben, aus der Situation auszusteigen, dann beobachten wir die Situation oder unser eigenes Denkkarussell wertungsfrei. Wir schauen dem eigenen Denken zu. Das ist wirklich möglich. Probier das einmal. Es gibt etwas in dir, das kann das eigene Denken beobachten. Und du siehst, wie es sich ausbreiten will, wie es Hunger hat nach mehr, wie es immer mehr Fragen stellt, wie es immer weniger Antworten findet. Das eigene Denken, du kannst es beobachten. Und wenn du das machst, dann hast du ein Bewusstsein dafür entwickelt. Und du bist schon sehr nahe an diesem Lichtschalter dran. Und die nächsten zwei Schritte sind ganz besonders wichtig. Aber ab jetzt, auf dieser Stufe, wo du jetzt bist, verlierst du keine Energie mehr. Du gibst deinem Denkkarussell kein neues Futter mehr. Und die nächsten zwei Schritte sind, du merkst, in deinem Kopf, das Denkkarussell produziert wahnsinnig viel Lärm. Es ist laut. Es denkt. Es ist richtig laut. Und jetzt brauchen wir Ruhe. Und jetzt höre dem stillen Raum zu. Oder höre, wenn ein Auto vorbeifährt. Oder wenn jemand spricht. Höre die Stille dahinter. Das geht wirklich. Wenn du diese Stille dahinter hörst, das heißt, oder du bist in der Natur unterwegs, du gehst in die Stille und du erkennst diese Stille, dann fließt diese Stille von außen ganz automatisch in dein Inneres, in dein System, in deinen Denkapparat. Denn äußere Stille bewirkt innere Stille. Du kannst durch äußere Stille innere Stille herstellen, wenn du sie im Außen erkennst. Und wenn du im Bett liegst und es ist ganz ruhig, höre die Stille. Und du wirst merken, es wird still, es wird ruhiger. Und dieser Schritt ist ganz besonders wichtig, denn wenn wir diesen Lichtschalter betätigen,
ihn einschalten, dass der Raum wieder hell wird, dass es wieder klar wird, dass wir aus einer Situation aussteigen oder Menschen, die uns die ganze Zeit konfrontieren oder provozieren, dass wir aus so einer Situation auch räumlich aussteigen möchten, dann kommt die Angst. Ja, aber ich kann doch nicht, weil. Aber es hat doch Konsequenzen, wenn ich da jetzt Klarheit hineinbringe. Wenn ich jetzt in meine Kraft komme. Das hat ja Konsequenzen. Da muss ich ja vielleicht diesen oder jenen Schritt setzen. Oder da verliere ich etwas. Und genau das hindert so viele Menschen, Klarheit zu schaffen. Diesen ersten, zweiten, dritten oder vierten Schritt zu tun. Weil die Angst daherkommt. Und diese Angst einfach zulassen und sagen, diese Situation hat mich jetzt genau dahin gebracht, wo ich bin. Aber sie schiebt mich jetzt weiter. Und ich kann wieder die Wahl treffen, ob ich jetzt in der Situation drinnen bleibe oder ob ich jetzt eine Stufe weitergehe, einen Schritt weiter. Ja, ich werde vielleicht etwas hinten lassen müssen. Ich werde vielleicht etwas verlieren. Aber das, was ich neu finden werde, das, was ich neu auftun wird, das ist weit größer. Und dann ist der Raum hell. Du hast wieder Klarheit, du hast wieder Leichtigkeit, du bist wieder in deiner Kraft. Ich habe einen Lachflash bekommen, wo ich das gesehen habe. Und das siehst du in diesem Video. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Klarheit, innere Freiheit und Leichtigkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pfiat dich!